Hört bitte mal alle zu. Ich habe eine wichtige Ankündigung. Wie ihr sicher wisst, wird unser Schulgebäude umgebaut. Deshalb machen wir die nächsten Wochen Unterricht zu Hause. Oh, wie cool! Dann muss ich nicht mit dem Bus fahren. Die erste Stunde beginnt wie immer um 8 Uhr. Der Stundenplan ist auch derselbe. Alles Weitere erklärt euch Mr. Parker gleich in der nächsten Stunde. Okay. Stellt euch vor, unsere Schule wird umgebaut und wir machen Unterricht durch Videokonferenzen. Ja, das weiß ich. Ich bin auch bei der Planung der Schule beteiligt. Wirklich? Kannst du dann bitte einen Swimmingpool einbauen? Das geht leider nicht. Dein Schulleiter hat schon spezielle Vorgaben. Ach so, schade. Ein paar Tage später. So, hier hast du den Laptop. Du weißt, wie alles geht, oder? Ja, super. Heute muss ich nicht arbeiten. Du kannst mich also rufen, wenn du Hilfe brauchst. Okay, dann melde ich mich mal an. Ah, Pia und Felix sind auch schon da. Hallo. Hallo. Hallo, Tim. Wo bleiben denn die anderen? Keine Ahnung. Frau Adler ist aber auch noch nicht da. Wir haben doch jetzt Deutsch. Da kommen Anni und Maya. Und Frau Adler. Guten Morgen. Wo bleibt denn der Rest? Hallo. Nanu, wer bist du denn? Das ist Dennis' kleine Schwester. Hallo, tut mir leid, sie wollte auch mal schauen. Mama, Naila stört mich. Ja, ich komme gleich. Nun fehlt nur noch Bennett. Weiß jemand, wo er ist? Ich rufe ihn mal an. Ja, hallo? Wo bleibst du? Wir warten alle auf dich. Was? Wie spät ist es denn? Schon so spät? Oh nein, ich habe verschlafen. Er hat verschlafen, Frau Adler. Ach so. Wir fangen aber trotzdem schon mal an. Holt das Arbeitsblatt raus, welches ich euch letzte Stunde verteilt habe. Ich habe es verloren. Oh je, das ist nicht so gut. Na gut, dann schicke ich es dir gleich per E-Mail und du druckst es aus. Okay. Hallo, ich bin jetzt auch da. Hallo, Bennett. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, mich umzuziehen. Und mein Frühstück muss ich jetzt auch noch essen. Aber doch nicht jetzt. Doch, wenn ich Hunger habe, kann ich mich nicht konzentrieren. Na gut, ausnahmsweise. Aber dann bearbeitest du bitte die Aufgaben. Du musst im Text die Haupt- und Nebensätze markieren. So, ihr habt nun 20 Minuten Pause. Cool, dann kann ich mich ja umziehen. Stimmt, du bist ja noch im Schlafanzug. Mama, wir haben jetzt Pause. In Ordnung. Wie läuft es? Gut, ich bin nur einmal aus der Konferenz rausgeflogen. Na, dann ist ja gut. Was habt ihr gleich? Kunst bei Frau König. Ich bin gespannt, was wir machen. Hallo, das ist ja mal ein ganz anderer Unterricht. Wo bleibt denn Felix? Ah, da kommt er ja. Oh, ist die Pause schon zu Ende? Ja, bereits seit 5 Minuten. Oh. Naja, aber gut, dass du jetzt da bist. Dann kann ich euch sagen, was wir heute machen. Ich habe mir passend zu unserem Thema 3D-Zeichnungen überlegt, dass ihr als Aufgabe ein Möbelstück aus eurem Zimmer aussucht und es nachzeichnet. In 3D, oder? Ja, genau. Ihr könnt jetzt loslegen. Viel Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, macht euer Mikrofon einfach wieder an. Was könnte ich denn nehmen? Am besten den Tisch. Dennis, was machst du da? Also zeichnen schon mal nicht. Ich schaue mir ein YouTube-Video an. Also darüber, wie man 3D zeichnet. Was? Aber ich habe euch das doch ausführlich erklärt. Hast du etwa nicht zugehört? Ach Mensch, Dennis. Ach übrigens, ich soll euch sagen, dass ihr gleich Vertretung habt. Frau Natur ist nämlich krank. Und zwar mit... Oh, was ist denn jetzt los? Frau König ist rausgeflogen. Oh je, sie kommt auch gar nicht mehr rein. Ah, wir haben eine E-Mail bekommen. Sie kommt nicht mehr in die Konferenz rein. Wir haben bis zur nächsten Stunde Pause. Oh! Cool, dann kann ich ja das Video weitergucken. Es war kein Kunstvideo, oder? Nein. Aber bitte nicht Frau König verraten. Leider haben wir nicht erfahren, wen wir gleich haben. Naja, wir werden es gleich herausfinden. Einige Zeit später. Wo bleibt denn der Vertretungslehrer?
Also, wenn der gleich nicht kommt, dann bestelle ich mir eine Pizza. Oh, da kommt jemand. Wer ist das denn? Guten Morgen, Kinder! Monsieur Petit? Oh nein, auch das noch! Tim, dein Mikrofon ist noch an. Ups, ich habe nichts gesagt. Welches Fach habt ihr jetzt? Biologie. Und welches Thema? Wir lernen gerade etwas über Säugetiere. Ah, Säugetiere. Tolles Thema. Genauso toll wie mein Hut. Können wir heute kleine Säugetiere behandeln? Das passt zu ihrem Namen. Hä, warum? Petit bedeutet auf Französisch klein. Tim hat recht. Okay, dann geht es heute um die Hermannschildkröte. Eine Tierart aus Frankreich. Eine Schildkröte ist aber kein Säugetier. Ach, das ist nicht so schlimm. Ihr dürft im Internet über die Schildkröte recherchieren und später besprechen wir. Und wie war es? Toll! Wir hatten Monsieur Petit in Vertretung, den seltsamsten Lehrer der Schule. Er hat eine total komische Stimme. Das ist doch aber nicht so toll. Das dachte ich zu Anfang auch. Aber er hat uns eine spannende Aufgabe gegeben. Na, das ist ja super. Komm, es gibt Mittagessen. Ein paar Wochen später. Wow, das neue Gebäude sieht total schön aus. Ja, kommt, wir gehen rein. Cool, Schließfächer. Ja, später darf sich jeder von uns eines aussuchen. Oh, Sie haben ja ein neues Outfit. Genau, ich hoffe, es gefällt euch. Kommt mit nach oben, dort ist unser Klassenraum. Schön! Ja, das finde ich auch. Trotzdem fand ich die Videokonferenzen besser. Da konnte ich immer heimlich auf YouTube. Ach, so ist das also. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.